Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Willkommen in 2020. Ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich bin noch ein ganz klein bisschen verschnupft. Ich habe mir gleich nach Weihnachten erstmal eine Erkältung eingeheimst. So, das neue Jahr ist da. Und das ist natürlich immer was ganz Besonderes für alle Kalender-Nerds, für alle Bullet-Journaler. Und deswegen gibt es heute ein neues Bullet-Journal-Video. Laut der Bibel des Bullet Journalings, The Bullet Journal Method, soll man zu einem neuen Jahr auch ein neues Bullet Journal anfangen. Machen auch ganz viele, finde ich aber irgendwie Quatsch. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr es möchtet. Ich mache es nicht, ich führe meins weiter, weil das war irgendwie zu einem guten Drittel voll und ich werde jetzt nicht deswegen ein neues Bullet Journal anfangen. Nee. Aber ich zeige euch trotzdem heute mal, wie ich das neue Jahr im Bullet Journal so angehe und was sich auch bei mir so geändert hat. Ich hatte ja beim letzten Mal auch gesagt, ich werde mal ein bisschen drüber sprechen, wie ich ein Mami-Bullet Journal führe, beziehungsweise jetzt mit einem Baby, um die wichtigsten Momente festzuhalten und wie ich das mache, werde ich euch heute auch zeigen. So, es gibt ja den traditionellen Future Log im Bullet Journaling. Übrigens, falls ihr damit noch nichts anfangen könnt, ich verlinke euch meine Playlist, wo ich euch alle Videos verlinke, wie ich mein Bullet Journal führe, warum ich das führe, warum das für mich Sinn macht, dass ihr das nicht wunderschön machen müsst, dass es für euch passen muss, was es überhaupt ist, bla bla bla. Schaut einfach in der Playlist vorbei, falls euch das noch gar nichts sagt. Es gibt ja diesen Future Log, der ist normalerweise ganz am Anfang, wo man quasi einen Jahresüberblick hat, wo man so allgemeine Jahrestermine festhalten kann. Den nutze ich, um so ein bisschen langfristige Termine und Urlaube zu planen, aber dafür, für die Zukunft, für wirklich Terminplanung, nutze ich tatsächlich ja hauptsächlich meinen Handykalender, meinen Google-Kalender. Und deswegen ist der Future Log, der ist immer da, aber der wird ein bisschen vernachlässigt. Also ich schaue da wirklich nicht so oft rein. Ich habe ja mein eigenes Ding draus gemacht und das soll ja auch jeder. Jeder soll so seine Methode, sein Tool finden, um für sich perfekt planen zu können. Da ist es, mein Bullet Journal. Ich habe immer noch das vom EMF. Es hat sich schon so ein bisschen abgenutzt, aber ich finde die Seiten und das Format immer noch sehr, sehr gut. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich muss mal gucken, ob mich der Punkteabstand irgendwie stört, weil der nicht 0,5 ist, sondern ein bisschen kleiner. Ich finde es tatsächlich ziemlich gut, weil man kann relativ klein schreiben und klein planen. Bis jetzt hat es mich noch nicht gestört. Was ich immer noch sehr, sehr schade finde, ist, dass ich auf dem Papier Farben mit Wasser nicht so gut verblenden lassen. Das heißt, das Papier saugt die Farbe sofort auf, es ist sofort trocken und man hat nicht die Möglichkeit, wie beim letzten Bullet Journal, die sehr, sehr dicke, spröde Seiten quasi hatte. Da konnte ich wunderbar auch quasi mit Wasserfarbe oder mit Wasser drin arbeiten. Das geht hier leider nicht ganz so gut. Da werde ich beim nächsten Bullet Journal, glaube ich, wieder eins nehmen, wo ich das wieder mehr machen kann. Ich hatte hier, als ich das Bullet Journal gekauft habe, schon gedacht, dass das wahrscheinlich bis 2020 reichen wird und hatte das erste Halbjahr gleich mit angelegt. Das heißt, bis Juni habe ich einen Future Log und das reicht mir auch erstmal. Alles andere, wie gesagt, ist im Google-Kalender, der geht ja unendlich. Was ich aber möchte, ist trotzdem, dass ich eine Trennwand habe, quasi eine Seite, die irgendwie sagt, so, ab hier ist jetzt das neue Jahr, ab hier ist jetzt 2020 und deswegen habe ich so eine Coverpage angelegt. Ich habe hier einfach geschrieben, Happy 2020 New Year. Man könnte das jetzt gar noch viel bunter gestalten, aber ja, ihr wisst, ich habe ein kleines Kind zu Hause, das heißt auch, die Gestaltung des Bullet Journals wird ein bisschen schlichter. Dafür habe ich mir bei der Monatsübersicht für den Januar wieder ein bisschen mehr Zeit genommen. Und zwar habe ich hier einen kleinen Dackel im Winterspaziergang gemalt. Da ist ein Dackel und da ist ein Schneemann. Und einfach geschrieben, Hello Januar. Ich weiß, es hätte Hello January oder Hallo Januar sein müssen. Ich habe Hello Januar geschrieben, weil warum nicht? Und eine kleine Monatsübersicht, ganz, ganz easy. Früher hatte ich halt noch Ziele und Milestones. Dieses mit den Milestones, das war echt cool. Das löse ich jetzt aber anders, das erzähle ich gleich. Dieses ganze Ziele-Ding und so, dazu erzähle ich auch noch was. Ich habe einfach nur die Monatsübersicht drin, das reicht mir momentan. Und da kommt die Wochenübersicht. Ich liebe, liebe, liebe dieses Grid. Das nutze ich seit sehr langer Zeit mittlerweile. Das heißt, ich habe auf der linken Seite die Wochenübersicht und kann mir hier eintragen, die Termine, was an dem Tag wirklich gemacht werden muss. Und die rechte Seite ist quasi eine unterteilte To-Do-Listen-Seite. Und das unterteile ich in Produktion, Office, Privat und Baby. Da steht normalerweise der Name des Babys, nicht Baby. Den Namen halte ich ja geheim, deswegen habe ich jetzt erstmal Baby geschrieben für diese Woche. Ich habe ja keine wirkliche Mutterschaftszeit, Elternzeit oder ähnliches, sondern arbeite ja durch. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Deswegen gibt es auch dieses gejointe Bullet Journal. Das heißt, ich habe hier private und berufliche Termine in einem. Ich trenne das gar nicht voneinander, weil sich das so in meinem Leben auch nicht so trennen lässt und einfach am
besten funktioniert, wenn das so Hand in Hand geht. In Produktion schreibe ich halt immer rein, was ich an Videos produzieren muss, wie zum Beispiel dieses Intro hier gerade drehen oder dieses Video hier gerade drehen. Bei Office kommen so Sachen rein wie Steuer machen, Angebote schreiben, E-Mails beantworten, alles so, was man halt irgendwie am Schreibtisch macht. Privat sind so eine Sachen wie Geburtstagsgeschenk für Omi besorgen, Familienversicherung, bliblablub, all so ein Kram. Und Baby, da schreibe ich halt immer so rein, was mir die Woche, was wir so gemacht haben, was der Kleine so Neues gelernt hat, was der Kleine Neues kann, was so neue Rituale bei uns sind, mit welchem Song wir ihn gerade in den Schlaf kriegen, was er für neue Fähigkeiten erlernt hat, was für lustige Sachen waren und so weiter, ob er vielleicht krank war. Alles das schreibe ich hier in kurzen Stichwörtern rein. Und das mache ich immer am Ende der Woche, und zwar dann, wenn ich die nächste Wochenübersicht anfange, also Sonntag oder Montag. Und dann schreibe ich hier noch rein, was die letzte Woche passiert ist. Das funktioniert sehr, sehr gut für mich. Ich habe mir so ein Baby-Buch gekauft, was so Babys erstes Jahr, da gibt es ganz viele. Ich verlinke euch meins auch unten, das finde ich ganz süß. Das ist so wie so ein Freundschaftsbuch, nur halt aufs Baby bezogen. So ein paar Fragen zum Ausfüllen, und dann gibt es halt seitenweise von wegen erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat, wo man immer ein kleines Foto einfügt. Ich mache auch immer zu seinem Monatsgeburtstag, was quasi heute ist, wenn ich es drehe, ein Foto von ihm, wo ich so einen Zettel daneben liege. Heute bin ich so viele Monate alt. Das schicke ich dann immer an die Familie, und das kann ich auch wunderbar da einkleben. Und dann kann ich einmal im Monat oder halt auch, wenn ich es eben nicht geschafft habe, auch rückwirkend durch mein Bullet Journal gehen und gucken, was war in den 4-5 Wochen in diesem Monat, in diesem Lebensmonat eigentlich los, und kann das dann nochmal schön im Buch aufschreiben und erinnere mich viel besser daran. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich habe nämlich am Anfang, das gerade im ersten Monat, so gedacht, ich muss alles aufschreiben, aber ich weiß gar nicht wohin, und es muss gut aussehen, und das ist ja dann diese eine Seite, und war so quasi ein bisschen überfordert damit, aber mit diesen Notizen in der Hand, weil ich kann das jederzeit nachtragen. Es ist einfacher für mich zu überlegen, was ist eigentlich die Woche passiert, als was ist diesen ganzen Monat passiert. Oder vielleicht ist dieser Monat auch schon ein Stück vergangen, und was war da eigentlich? So vergesse ich Sachen, und so funktioniert es wirklich wunderbar. Ich habe dieses Buch nochmal extra, aber ich kann auch im Bullet Journal, wenn ich halt irgendwie nochmal zurückgucke, irgendwas nachgucke, sehe ich halt gleich, was mein Kleiner in der Woche so gemacht hat, und das finde ich halt auch super, super cool. In diesem Buch kann man auch ganz viele Fotos einkleben, und was ich immer ganz gerne mache, ich ziehe mir halt die Fotos vom Handy, die ich auch automatisch auf dem Rechner habe, in so ein Schreibdokument einfach rein. Dann habe ich die schön klein, ziehe da ganz viele rein und drücke mir die Seite aus. Das sind dann immer so ein, zwei Seiten. Und dann kann ich die einfach ausschneiden und ins Buch kleben. Also man muss jetzt nicht wirklich Fotos entwickeln oder irgendwie so. Man macht ja sowieso 1000 Handyfotos. Und die könnte man aber auch genauso gut ins Bullet Journal kleben. Das hatte ich am Anfang überlegt. Aber ich finde, das alles an einem Ort zu haben in diesem Babybuch eigentlich gut. So, kommen wir zum Thema Vorsätze. Es ist ja jetzt so typisch, dass alle sich im Januar die neuen Vorsätze setzen. Was möchte ich erreichen? Und das habe ich die letzten Jahre auch immer gemacht. Letztes Jahr hatte ich ganz große Pläne und habe sie aber nie aufschreiben können. Ich habe es nie in Worte fassen können, was ich eigentlich vorhab. Und dieses Jahr bin ich entspannter und ich schreibe meine Vorsätze bewusst nicht auf. Ich weiß, was ich zum Beispiel Neues probieren möchte. Ich möchte dieses Jahr anfangen mit Plotten, wenn es die Zeit erlaubt. Und genau, da könnt ihr auch sowieso mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, einige von euch haben Plotter. Was nimmt man denn da so? Seid ihr Team Cameo? Seid ihr Team Brother? Das sind so die zwei Hauptmarken, die ich so rausgefunden habe. Weiter bin ich aber auch noch nicht, und worauf ich achten muss, keine Ahnung. Nehme ich euch dann aber auch, glaube ich, mit. Ich mache bestimmt ein Video, so Nastja lernt plotten. So, und das war es aber auch eigentlich. Ich möchte mich natürlich weiterentwickeln. Ich habe ein paar Online-Kurse gekauft für ein paar Interessensachen, die mich interessieren. Das Hauptding, was ich mir eigentlich vornehme dieses Jahr, ist natürlich, das Jahr mit dem Baby zu verbringen, und meine Arbeit werde ich irgendwie drumherum stricken. Es wird genug Zeit sein, es wird tolle Projekte geben. Ich habe schon ganz viele tolle Ideen aufgeschrieben. Aber das Hauptding ist halt das Baby dieses Jahr, und ich will es entspannt angehen, und ich nehme mir auch vor allem vor, im Sommer viel mit dem Kleinen rauszugehen, viel mit Freunden zu machen, viel mit der Familie zu machen, und das ist erstmal wichtig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es wird spannend, und der Kleine lernt so viel, das ist so, so schön. Und deswegen endet das Video jetzt auch hier. Ich gehe zurück zu meinem Kleinen, wir genießen noch ein bisschen den Abend, und ich wünsche euch einen schönen Start in 2020. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das handhabt mit Vorsätzen. Schreibt ihr das auf, lasst ihr es sein, setzt euch das unter Druck, findet ihr es eh Quatsch oder motiviert euch das Ganze? Ah, noch ganz wichtig, fast vergessen. Denkt dran, meine Community-Aktion läuft noch. Ich brauche eure Beiträge für das DIY-Community-Video. Ihr habt noch Zeit bis zum 20. Januar, mir eure Fotos oder Videos zu schicken,
mit eurem DIY-Eule-Moment und dann habt ihr die Möglichkeit, im Community-Video gefeatured zu werden. Alle Infos dazu packe ich euch nochmal in die Infobox. Ich habe schon einiges bekommen, aber ich freue mich natürlich noch über weiteren Input von euch. Nächste Woche gibt es ein Video, ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele drauf. Passt auch gerade in dieses ganze 2020-Vorsätze-Mindset. Und zwar geht es um das Thema Stoffe und Schnittmuster sortieren. Ich freue mich sehr auf das Video und dann sehen wir uns nächsten Dienstag hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Tschüss.